200 Punkte. Entsprechend muss sich auch die Leistung natürlich verbessert haben bei der Oberösterreicherin. Und Sarah Lager, finde ich wirklich eine kluge Entscheidung der Organisatoren in Götzis, dass man der 16-Jährigen die Möglichkeit gibt, jetzt auch im Kugelstoßen den Wettkampf zu eröffnen, denn sie ist unglaublich weit für ihr Alter, betreut von Georg Wertner, der Zehnkampflegende. Zehnkampf Union heißt der Club, den die Wertners da mit vielen jungen Talenten betreuen. Und Sarah Lager mit dem ersten Versuch, der gültig ist über die 12 Meter. Das ist schon einmal ein Einstieg nach Maß. Wie gesagt, so 12,30 wäre der Wunsch. Vielleicht ist das knapp drunter gewesen. Ich muss mir vorstellen, die 16-Jährige aus Kärnten. Schon ganz beeindruckt von der tollen Stimmung hier, von der großen Kulisse. Und sie stößt 12,25, das war fast wieder eine Punktlandung. Das kann man schon nehmen. Und das war Sarah Lager, macht den Versuch ungültig. Hat schon gesehen, das war klar unter 12 Meter. Sie kann natürlich riskieren, sie hat schon ihren Versuch über 12,25. 1,81 Meter. So, Sarah Lager, dritter Versuch. 12,25 im ersten, das ist schon das, was sie kann. Das bleibt's auch. Den zweiten hat sie ungültig gemacht und jetzt in diesen Bereich hingekommen. Aber ich sag's noch einmal, für die 16-jährige Kärntnerin ist das hier wirklich ein Kennenlernen mit den ganz Großen. Hat ja gestaunt, wer da alle am Start ist. Ihre großen Vorbilder, 11,83 jetzt im dritten Versuch, aber ist da voll mit dabei. Könnte man erwarten, dass sie am Ende des Feldes irgendwo mit Rückstand liegt, aber gar nicht. Sie ist mehr als berechtigt, das ist hier kein Geschenk, dass sie teilnehmen darf. Sie kann das.